Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu fünf Büchern für den Frühling. Ich habe aus verschiedenen Genres etwas zusammengesucht, damit bestenfalls für jeden Geschmack was dabei ist. Es geht sowohl um Frühlingsgefühle als aber auch um sehr spannende Geschichten, um Familientragödien. Es ist, wie gesagt, von allem etwas dabei. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich fange einfach direkt mal mit den Frühlingsgefühlen an, weil ich dieses Buch, als ich auf der Suche nach Büchern für dieses Video war, quasi wiederentdeckt habe. Es stand sehr weit oben bei mir im Regal und ich habe mich dann daran erinnert, wie toll ich dieses Buch eigentlich fand und wie selten ich es irgendwo gesehen habe bei anderen. Und Du bringst mein Leben so schön durcheinander von Claire Christian ist eine Geschichte, hinten drauf steht, für Fans von Eleanor und Park. Vielleicht kennst du diese Geschichte, die ging ja auch drauf und drunter in allen Bestsellerlisten und so weiter. Und in Du bringst mein Leben so schön durcheinander geht es um Ava und Gideon. Die beiden lernen sich in einem Schnellrestaurant in einem Nebenjob kennen, gehen auch auf die gleiche Schule, also Gideon weiß eigentlich auch, wer Ava ist. Und Ava ist so das beliebte Mädchen, ja, die hat einen ziemlich heftigen Schicksalsschlag hinter sich, von dem Gideon auch weiß. Und Gideon ist eher so ein ruhiger Typ, eher so der Einzelgänger-Typ, der wahnsinnig gut im Poetry Slam ist. Das weiß aber eigentlich keiner. Auch Ava weiß das nicht. Und die beiden kommen sich durch diesen Job ein bisschen näher. Von außen betrachtet denkt man vielleicht zuerst so, was ist das für ein komisches Pärchen? Aber wenn man die beiden mehr kennenlernt und vor allem die beiden sich auch mehr kennenlernen, merkt man, dass sie voll gut zueinander passen und dieser Schicksalsschlag, den jeder auf seine eigene Art und Weise für sich erlebt hat, also es ist nicht derselbe, sondern jeder hat seinen eigenen, hat in ihnen etwas zerbrochen. Und hier hinten steht was drauf, was ich total schön finde und was auch sehr gut zum Cover passt. Weißt du, was die Japaner mit zerbrochenen Dingen machen? Sie setzen sie wieder zusammen, aber die Lücken füllen sie mit Gold. Sie gehen davon aus, dass diese Risse eine Sache nur noch schöner und wertvoller machen, weil sie ein Teil ihrer Geschichte sind. Passt perfekt zu den beiden. Du wirst relativ schnell erfahren, was die beiden jeweils in ihrem Leben so durchhaben. Und die Frage ist so ein bisschen, wenn die Freundschaft halt immer mehr in Richtung Liebe geht und die beiden das eigentlich nicht gewöhnt sind, vor allem auch nicht so viel Nähe, ob das dann gut ist oder ob das schlecht ist und ob die beiden das aushalten oder eben nicht. Und ich kann dir sagen, dass das wirklich für mich eine sehr ungewöhnliche Geschichte war. Denn auch wenn es so eine Jugend-Love-Story irgendwie ist, so wie ich es gerade erzähle, steckt da viel, viel mehr drin. Und ich finde, das passt perfekt in den Frühling. Kannst du aber auch im Sommer, im Herbst oder im Winter lesen. Ist eigentlich relativ schnuppe wahrscheinlich. Aber weil eben wirklich dieses zarte sich ineinander verlieben und so heftige Gefühle dann daraus zu entwickeln, hier so schön dargestellt wird. Und das passt meiner Meinung nach perfekt zu Frühlingsgefühlen. Ich bleibe direkt mal bei den Frühlingsgefühlen, weil ich jetzt gerade voll da drin bin und zeige dir das nächste Buch, was ich ausgewählt habe, nämlich Love, Simon von Becky Albertalli. Das ist eine Geschichte, die du bestimmt schon mal irgendwo gesehen oder gehört hast. Vielleicht kennst du den Netflix-Film, vielleicht hast du das Buch auch schon gelesen oder vielleicht bist du auch schon eine Weile um diese Geschichte rumgeschlichen. Es wurde ja so extrem gehypt, dass ein sowas ja auch mal abschrecken kann. Mich hat es voll lange abgeschreckt und dann habe ich es mir irgendwann gekauft und gelesen und ich habe es wirklich nicht bereut. Es geht um Simon und um Blue. Die beiden schreiben sich E-Mails. Sie kennen sich durch diese wirklich tiefgründigen Gespräche, die sie in ihren E-Mails miteinander führen, in- und auswendig, gefühlt zumindest. Aber sie wissen nicht, wer sie gegenseitig sind. Und es ist dann so, dass eine Mail von Simon in falsche Hände gerät und daraufhin sein Leben sich, wie soll ich sagen, ganz schön verändert. Und zwar nicht unbedingt nur zum Positiven. Hier geht es darum, wie es ist, sich vor sich selbst eigentlich so ein bisschen verstecken zu wollen. Es geht aber auch um Freundschaft, es geht so um die erste große Liebe und es geht darum, zu sich zu stehen. Und was ich voll schön finde, ist, dass Simon eben mit vielen Dingen nicht alleine dasteht, sondern dass er seine Freunde um sich rum hat. Die siehst du hier vorne auch drauf. Siehst du das? Ich hoffe doch, ja. Und vor allem will man natürlich die ganze Zeit wissen, wer ist denn jetzt Blue? Und wenn die beiden dann wissen, wer sie sind, ist es dann trotzdem noch genauso schön, wie wenn sie nur geschrieben haben? Oder ist es vielleicht sogar noch schöner? Oder passt es dann auf einmal gar nicht mehr? Also man fiebert irgendwie total mit. Und es ist so schön, Simon und Blue eben auf diese Art und Weise mehr kennenzulernen, wie sie miteinander schreiben. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die auch, finde ich, so ein paar Aspekte mit drin hat, die einem wirklich im Herzen wehtun, weil Dinge passieren, die so niemals passieren sollten. Alles in allem ein wirklich gutes Buch. Frühlingsgefühle wirst du auf jeden Fall bekommen.
Eine Geschichte, die ich, als ich sie direkt zu Ende gelesen hatte, gar nicht so krass fand, aber je länger ich dann darüber nachgedacht habe, irgendwie gemerkt habe, dass es doch was mit mir gemacht hat, ist Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid. Gibt's auch auf Deutsch, heißt Malibu Rising. Und hier geht es um eine Familie namens Riva. Es geht darum, dass im Jahre 1983 in Malibu im August eine Party steigt. Und zwar von den Geschwistern Nina, Hutt, Jay und Kit. Nina ist Supermodel, die haben Kohle ohne Ende und diese Partys sind sehr legendär, berühmt-berüchtigt und in dieser Nacht eskaliert ziemlich viel. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen bei unterschiedlichen Personen. Das ist aber eigentlich gar nicht die Hauptstory, das ist nur der Jetzt-Zustand quasi. Und es gibt immer wieder Zeitsprünge in die Vergangenheit, wo du als Leser oder Leserin eben mitbekommst, was es mit dieser Familie eigentlich auf sich hat. Was vor allem auf den Schultern von Nina lastet, wie die ganze Familienkonstellation mit den Eltern von diesen Riva-Geschwistern eigentlich ist, was die Mutter alles gemacht und ertragen hat, um diese Familie aufrechtzuerhalten. Das sind wirklich sehr intensive Einblicke in das Familienleben und da stecken auch sehr viele Geheimnisse drin. Und diese Geheimnisse kommen zum Teil eben in dieser Nacht ans Licht und da kannst du dir vorstellen, dass es nicht immer leicht ist, für alle irgendwie zu ertragen. Und auch wenn diese Geschichte im Sommer spielt, glaube ich, dass es was ist, was sich für den Frühling auch sehr gut anfühlt. Man kommt auch irgendwie so in dieses warme Gefühl rein, einfach weil dauernd irgendjemand surfen ist oder die Sonne raufknallt oder so. Und irgendwie hat mich das auch durch die Farben des Covers, das ist total die bescheuerte Begründung, das weiß ich, aber irgendwie trotzdem auch an den Frühling erinnert. Deswegen habe ich es für dieses Video ausgewählt. Kommen wir jetzt zu einer Geschichte, wo alle Krimi-Fans auf ihre Kosten kommen werden, und zwar Der Tod auf dem Nil von Agatha Christie. Ich habe das Buch schon öfter gezeigt, aber irgendwie hat es hier voll reingepasst, weil ich so dachte, wenn ich jetzt gerade ein Buch von Agatha Christie nochmal lesen würde, welches würde ich denn lesen? Und da ist mir sofort Der Tod auf dem Nil ins Auge gesprungen, weil ich diese ganze Konstruktion der Geschichte so raffiniert fand. Das ist ein Teil der Hercule Poirot-Reihe und Hercule Poirot denkt sich, ach cool, ich kann jetzt hier Urlaub genießen und macht eben eine Kreuzfahrt auf dem Nil. Womit er nicht gerechnet hat, ist, dass auf dieser Kreuzfahrt jemand ermordet wird und zwar eine wunderschöne Millionenerbin, Lynette Ridgway, um genau zu sein. Und von außen betrachtet denkt man eigentlich, dass bei Lynette alles toll war, dass sie beliebt war und es doch alles Schönes in ihrem Leben. Aber je mehr sich Hercule Poirot dann mit diesem Fall beschäftigt, desto mehr merkt er, dass sie mehr Feinde hatte, als es auf den ersten Blick vielleicht erscheint. Und versucht natürlich, diesen Fall aufzuklären. Und er wäre natürlich nicht Hercule Poirot, wenn ihm das nicht auch gelingen würde. Und du begleitest ihn dabei. Und das ist so cool, weil du eben auch diese Kreuzfahrt auf dem Nil so eng begleitest. Und bevor überhaupt dieser Mord passiert, ist man auch eine ganze Weile dabei und erlebt, wie die verschiedenen Personen, die auf dieser Kreuzfahrt mit an Bord sind, sich gegenüber Lynette auch verhalten. Also du rätselst dann irgendwie automatisch selber mit und überlegst, der hat doch mal das gemacht und die wurde mit dem gesehen und wie war denn das jetzt? Und versuchst dann natürlich selbst auch diesen Fall zu lösen. Richtig, richtig gut. Die Auflösung ist auch einfach nur absolut genial. Also Agatha Christie war wirklich ein absolutes Genie, wenn du mich fragst. Und das kann ich dir so sehr ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der gerne Krimis liest. Manche sind ja so, oh nee, mag ich irgendwie nicht. Aber das kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich glaube, dass es so gut wie jedem Menschen auf dieser Welt gefallen wird, dieses Buch zu lesen. Wow, ich sehe jetzt schon die Kommentare eintrudeln, wo es heißt, Lena, ich fand das Buch total kacke. Aber ich finde es wirklich richtig, richtig, richtig gut. Es ist auf jeden Fall für mich einer der besten Krimis, die ich je gelesen habe. So, und zu guter Letzt komme ich noch zu einem Buch, beziehungsweise zu zwei Büchern, denn das, was ich dir eigentlich zeigen will, ist der zweite Teil einer Reihe. Ich zeige es dir jetzt einfach. Es wird niemand mehr überraschen, machen wir uns nichts vor, aber das Lavendelzimmer von Nina George hat jetzt einen zweiten Teil, und zwar das Bücherschiff des Monsieur Perdu. Keine Sorge, mach dir keine Sorgen, ich werde hier nichts spoilern, ich bin ja nicht lebensmüde. Deswegen sage ich erst kurz etwas hierzu und dann spoilerfrei hierzu etwas, ja? Die alten Hasen auf meinem Kanal werden eh jetzt schon wissen, was ich sage, weil ich es zu jeder Gelegenheit in die Kamera halte, aber ich kann nicht anders. Es ist wie ein innerer Zwang. Es geht um Jean Perdu, der ein Bücherschiff hat. Dieses Bücherschiff ist wie ein Buchladen, aber es ist wie so eine Apotheke. Du gehst hin, du sagst, was gerade los ist in deinem Leben und Jean Perdu findet für dich das passende Buch. Und hier ist es schon so, dass er einer alten Liebe schon sehr, sehr lange nachtrauert und dadurch auch so ein bisschen so die Teilnahme am Leben eigentlich verpasst hat und sich dann auf eine Reise begibt, die ziemlich viel in seinem Leben verändert.
So viel jetzt erstmal dazu, ja? So, und dieses Buch hier, das Bücherschiff des Monsieur Perdu. Wollen wir mal bitte erstmal alle hier uns anschauen, wie wunderschön das aussieht. Ich habe dieses Buch übrigens in der Hardcover-Ausgabe zu Ostern geschenkt bekommen von der lieben Vanessa. Also Vanessa, wenn du das siehst, super schön. Ich habe das als Leseexemplar ja als Taschenbuch auch bekommen von einer anderen Abonnentin, worüber ich mich auch mega gefreut habe. Aber ich behalte beide. Ja, ich bin da jetzt ganz gierig, ich behalte beide. Wow, ich laber vollkommen random rum. Egal, wir wollen ja jetzt alle wissen, worum es hier geht. Hier, dieses Buch spielt 4 Jahre nach dem Lavendelzimmer. Es ist einiges im Leben passiert von Jean Perdu, was du auch im Lavendelzimmer schon erfährst. Du triffst hier auch wieder Charaktere, die du bereits im ersten Teil kennenlernst. Und auch hier ist es wieder so, dass eine neue Reise beginnt. Ja? Du machst dich also mit Jean Perdu und mit den Charakteren, die du im ersten Teil schon super ins Herz geschlossen hast, auf eine neue Reise. Es werden neue Freundschaften geknüpft, es werden neue Orte angesteuert. Und vor allem gehst du noch ein bisschen tiefer rein, was dieses ganze Können und diese Kunst von Jean Perdu angeht. Denn im ersten Teil ist ganz oft die Rede davon, dass er eine Enzyklopädie der kleinen Gefühle anlegen möchte. Also er ist sehr gut darin, bestimmte Gefühle, die eigentlich keinen konkreten Namen haben, so zu beschreiben. Ja? Also es gibt ja so, wie soll ich sagen, sowas wie, warte, ich suche dir was raus. Beispielsweise sowas wie Jahresschatten. Da denkst du dir vielleicht jetzt erstmal so, okay, was meint er damit? Und er meint damit, dass man am Ende eines Jahres nicht nur immer happy ist, dass ein neues Jahr beginnt, sondern vielleicht auch sauer auf sich selbst, dass man es nicht geschafft hat, im letzten Jahr bestimmte Dinge zu erreichen oder erste Schritte in Richtung XY zu gehen. Ja? Dass man irgendwie so dieses Gefühl von einem Jahresschatten hat, der über einem hängt. Und so hat er eben ganz viele eigene Kreationen. Ich will dir da gar nichts vorwegnehmen, deswegen sage ich dazu jetzt auch gar nicht mehr. Aber das ist wirklich einfach schon wieder so kunstvoll und schön geschrieben gewesen, dass ich mich komplett in den Seiten verloren habe. Ich bin auch der Meinung, dass man diese Geschichte auch ohne das Lavendelzimmer lesen könnte. Es macht natürlich nur mehr Sinn, zuerst das Lavendelzimmer zu lesen. Es geht aber auch so. Und deswegen musste dieses Video hier mit rein. Vielleicht für alle, die noch nicht mitbekommen haben, dass das Lavendelzimmer einen zweiten Teil hat. Ja, und das sind tatsächlich meine 5 Tipps für dich für den Frühling. Du kannst mir sehr gerne in den Kommentaren mal schreiben, welches Buch du für den Frühling unbedingt empfehlen möchtest oder welches du vielleicht gerne lesen möchtest. Und ansonsten hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, hab es fein. Ciao.